Ja, wir haben ja schon ganz viele Zuschauer, die ich an diesem Punkt ganz herzlich begrüßen möchte. Ja, Hallo, kenne ich dich, Julia. ich auch. Hallo. Dann frage ich gleich als erstes mal, ist das dein erster Live-Call zu diesem Thema? Ja, voll die coole Frage. Ja, mein erster, aber ist mein erster und du kannst super gern gleich noch eine Frage nachschießen. Was hat dich bewogen, zu diesem Familienlandsitz zu ziehen, dort nach Sibirien? Nee, Sibirien war das nicht, das war in Russland. Genau. Also Also Russland ist nicht schon mal. direkt, nicht direkt Sibirien. Also da gibt es ja auch Ja, so eine große ja. Siedlung. Deswegen habe ich das jetzt verwechselt. Alles gut, stimmt. Da hast du ja Connections zu der Siedlung in Sibirien. Ich war im Süden von Russland und das war so eine schöne Region. Da ist es halt sogar wärmer als in Deutschland. Und da, also sozusagen von den klimatischen Bedingungen. Echt anziehend, attraktiv. Warum bin ich, was hat mich da dazu bewogen, nach Russland zu gehen, in ein Ökodorf? Ist das die Frage? Ja, genau. Also eine große Frage. Sag ich dir gerne. Ja. Also unterschiedliche Faktoren, natürlich, da hat eins zum anderen geführt. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber Sehr schön. Das macht dich noch sympathischer. Dankeschön. Und zwar, ich hatte schon immer eine Affinität zu Russland. Also nicht immer, aber schon ganz lange. Seit der 7. Klasse lerne ich Russisch als zweite Fremdsprache und in der 8. Klasse hatte ich die Chance, das erste Mal nach Russland zu fahren, weil wir da eine Partnerschule haben in St. Petersburg. Und seit diesem Ausflug nach Russland habe ich mich voll in das Land verliebt, in die Herzlichkeit der Menschen, die sich natürlich gezeigt hat durch ihre Gastfreundschaft. Und seitdem habe ich immer wieder die Chance genutzt, nach Russland zu fahren, habe dann dort auch studiert, einen Teil meines Studiums da verbracht und gearbeitet. In ein paar Jahre. Das heißt, die Sprache war schon, also ich spreche die Sprache, ich kenne das Land, ich kenne die Leute und ich fand das sogar großartig dort. Dann hat es mich wieder voll nach Deutschland zurückgeführt, 2014, 15, wo diese Krise anfing zwischen Amerika und Russland und die ersten Sanktionen. Da hatte ich dann auch meinen Job dort verloren. Und jetzt, und dann dachte ich auch, okay, Deutschland ist meine Heimat, macht ja Sinn. Also ich habe mich wieder voll auf Deutschland konzentriert und dachte, ich werde in Deutschland bleiben, hatte aber den Wunsch, so zu leben, ja, einen Landsitz zu erschaffen. Und habe das auch versucht, habe hier auch unterschiedliche Projekte besucht und habe einen Lebenspartner gefunden, der das mit mir realisieren möchte. Und nach unterschiedlichen, also dann sind ein paar Jahre ins Land gegangen. Es hat nicht, also es ist nichts in die Umsetzung gegangen. Es ist nicht in die Umsetzung gegangen in Deutschland. Dann bin ich auf Reisen gegangen, habe mir unterschiedliche Projekte angeschaut im Ausland. Ich war in Irland und in Portugal. Und danach habe ich verstanden, okay, ich muss zu den Pionieren nach Russland, bin dorthin und habe dort dann den Vater meiner Kinder kennengelernt. In einer der Siedlungen und so führte eins zum anderen. Also es wurde mir sozusagen auch leicht gemacht. Also ja, dadurch, dass eins zum anderen führte und dadurch, dass ich dort meinen zukünftigen Ehemann kennengelernt habe, bin ich dann dort auch geblieben in dem Ökodorf, das ich besucht habe. Und das war wichtig. Also war er schon in dem Ökodorf oder habt ihr euren Familienlandsitz dort gemeinsam aufgebaut? Der war da schon. Der Ah hatte ja. da schon sein Grundstück, genau. Ja. Ein Deutscher oder ein Russe? Ein Russe. Da würde ich vielleicht sagen, denn er schießt mir da nicht gut. Oh, jetzt hat Anni gesprochen. Das habe ich nicht Nein, verstanden. ich weiß nicht. Und Nee, du hast wahrscheinlich. eine Anni mit zwei N. Ach so. Ja. Na sowas.
Also, man hört dich schlecht, weil du den Lautsprecher anhast. Ach so. Ja, besser? Sag nochmal was, Anni. Ich habe eine Frage, die sich da anschließt. Und zwar hast du jetzt schon die Landsitzbewegungen in Portugal und Irland angesprochen. Und du sagst, Russland, die sind da irgendwie die Pioniere. Wo, ja, kannst du irgendwie mal ein paar Unterschiede nennen? Oder was läuft denn in Russland besser? Also die Unterschiede sind gigantisch, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Grundsätzlich hat die Bewegung ja, wenn man es Bewegung nennen will, also die Idee, Siedlungen zu gründen von null, also meistens ist es ja von null, die kommt halt aus Russland, meiner Meinung nach, soweit ich das weiß. Also jedenfalls in der neueren Zeit, ja. Also das fing ja in den 90er Jahren an. Genau, dort gibt es halt über 300 dieser Ökosiedlungen. Natürlich liegt das daran, dass es dort Land gibt, dass dort die Preise entsprechend günstig sind für Land und dass die Leute vielleicht auch nicht so sehr gehindert werden an ihren Vorhaben. Plus die Russen, die machen halt einfach, die denken nicht so viel nach. Das ist halt hier vielleicht anders. Also hat auch alles immer sein Positives. Ist halt auch gut, dass wir länger nachdenken, nur kommen wir dann auch weniger ins Handeln. So ist es halt irgendwie so. So empfinde ich das. Und Irland und Portugal. Ja, in Irland habe ich einen Landsitz besucht. Und der Landsitz gehört einem Filmemacher, der hat einen Film über Vetrussia gemacht. Der ist auch verfügbar, kostenlos auf YouTube. Den könnte man auch mal verlinken. Der hat mir dann die Kontakte von Vetrussia gegeben. In Irland gibt es kein vergleichbares Ökodorf, genauso nicht in Portugal, genauso nicht in Deutschland. Und in Russland gibt es über 300, also das kann man überhaupt nicht vergleichen. Und warum das so ist, habe ich jetzt so ein bisschen versucht zu erklären und vielleicht kenne ich auch nicht alle Gründe. Da spielt ja auch viel zusammen. Genau. Also, da hätte ich noch was dazu zu sagen. Und zwar hat ja auch Putin ein Programm gestartet und hat jedem ein Hektar Land in Russland zur Verfügung gestellt. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Gehört habe ich allerdings als nicht so Positives, dass eben halt genau diese Ländereien, die er dort freigibt, nicht so gut zu bewirtschaften sein sollen. Aber er gibt jeder Familie dort die Möglichkeit, seinen Traum dort zu realisieren. Weißt du da was drüber, Julia? Ja. Ich habe gehört, dass das für den fernen Osten gilt, den fernen Osten Russlands, dass da tatsächlich Leute auch ein Stück Land bekommen haben, also in Hektar. Und da fehlt halt die Infrastruktur angeblich. Also ich kenne da jetzt nicht die Details, auf jeden Fall gilt das nicht für den Oblast, also für das Gebiet, wo ich war, im Süden von Russland. Genau, also ich kann da leider nichts weiter zu sagen. Zu diesem Punkt. Also es ist auf jeden Fall nicht russlandweit ausgerollt worden. Nee, das hätten wir alle bestimmt mitbekommen, wenn das so gewesen wäre. Aber die Möglichkeit besteht dort eben. Und naja gut, es ist eben halt nicht so wirtschaftlich, wie ich gehört habe. Oder eben halt, wie du sagst, schon die Infrastruktur dort ist schwierig. Ja. Ja, also aber ich könnte einfach mal anknüpfen an das, was gerade gesagt wurde. Und zwar der Hektar an sich. Der ist gefühlt Peanuts vom Geldwert gegenüber dem, was man danach investiert. Ja, ich habe es halt erlebt, deswegen kann ich darüber sprechen. Es kommt natürlich immer auf die Ansprüche an, die man hat an sein Leben. Und als ich noch keine Kinder hatte, waren meine Ansprüche auch nochmal ganz andere. Da dachte ich, ach Mensch, mir reicht hier, ja, also da kann man sich auch vorstellen, mal ohne fließend Wasser zu leben oder auf anderen Komfort zu verzichten, weil man hat ja das große Ziel vor Augen, ja, so einen Landsitz zu schaffen zum Beispiel. Oder vorübergehend auf Dinge zu verzichten. Und dann, als ich Kinder hatte, da sind meine Ansprüche halt nochmal gestiegen, aber die waren halt auch grundsätzlich, komme ich ja auch aus unserer zivilisierten Welt, wo dies, das und jenes normal ist. Ich habe auch anders gelebt. Ich habe auch mal im deutschen Wald gelebt und habe da auch ohne den Komfort gelebt.
Ich fand das auch super spannend. Ich kann es mir halt jetzt als Mama von zwei Kindern nicht mehr vorstellen, so zu leben. Das dazu und wie gesagt, die Kosten des Hektars, dadurch, dass das für uns jemand, der in der Stadt groß geworden ist, also es gibt ja unter uns Zuhörenden, unter den Zuhörenden vielleicht auch Häuselbauer oder ja Leute, die wie Ani, wie du selbst, du hast ja ein Grundstück, du weißt ja auch, was es bedeutet, ein Grundstück zu haben, aber ich wusste es nicht. Und ich war geschockt, was das an Kosten bedeutet, was aufzubauen. Plus, wir haben dort ein Dorf aus dem Boden gestampft. Das heißt, wir haben auch die Straßen gebaut und viele andere Dinge gebaut. Ja, da wollte sich auch genau. Jemand halten. Vielleicht genau, also wollte ich noch mal, darf ich mal ist nur 1%. Das wollte ich schon sagen. Ich möchte eben was einwerfen. Das ist so cool. Also, bei Sandra sind die Kinder zu hören. Ja, liebe Sandra, wärst du dann so lieb und würdest die Lautsprecherfunktion so lange deaktivieren? Natürlich nicht, wenn du Fragen hast, aber dann können wir hier ja die Unterhaltung dann so weiterführen. Das ist das grüne Mikrofon, da müsstest du einmal drauf drücken, liebe Sandra. Und jetzt du kannst sie, glaube ich, versuch mal sie auszuschalten. Ja, manchmal, ich weiß nicht, ob Telegram dann gehen schon seine Funktion. Ich guck mal. So. Julia, ich habe so lange noch eine Frage. Ja. Du äußerst dich immer so positiv und all deine Videos auch auf YouTube waren irgendwie so inspirierend. Also warum zum Teufel bist du denn jetzt wieder hier? Also möchtest du dauerhaft bleiben oder gehst du wieder zurück? Das ist halt die Frage der Fragen. Jetzt hat es gerade bei mir geklingelt. Es tut mir übelst leid, aber ich muss da jetzt eh mal an die Klingel, weil ich habe das Gefühl, wenn ich da nicht rangehe, dann ist das nicht gut. Das heißt, die Antwort kommt gleich, ist jetzt so eine kurze Werbepause. Sorry. Naja, dann gucke ich mal, wie ich die Pause überbrücken kann. Ja. Wir könnten in der Zwischenzeit ja schon mal nochmal die Technik überprüfen. Also ich möchte herzlich darum bitten, wer jetzt gerade nichts fragt, das Mikro dann auszumachen und wenn man eine Frage stellen möchte, das Mikro wieder zu betätigen. Die Sprachfunktion ist für jeden freigeschalten. Ja, nur um das Hintergrundlevel so gering wie möglich zu halten. Wir nehmen dieses Gespräch hier jetzt auch auf. Und ja, das zum technischen Hintergrund. Und wer jetzt noch eine Frage stellen möchte, dann können wir hier schon mal sammeln. Vielleicht haben viele ja auch dieselbe Frage. Ich bin so, da. Wir waren schon alle Fragen. Es tut mir leid. Ja, gut. Also ich kann die Frage jetzt beantworten. Das ist natürlich die Frage der Fragen. Und ich dachte mir so, wann erzähle ich's? Aber es ist eigentlich auch, es soll ja auch kein Geheimnis sein. Macht ja auch Sinn, das zu erzählen, warum ich jetzt hier bin, in Deutschland. Und zwar, ist tatsächlich meine Ehe gescheitert. Plus die politische Situation hat auch mit reingespielt, dass ich jetzt in Deutschland bin und nicht in Russland. Ich habe in Vetrussia ist 100 Kilometer von der Brücke von Kertsch entfernt, also von der Ukraine, von der Krim. Was in dem Radius ist, wo Bomben fallen können. Und es ist vielleicht sicherer, mit den Kindern jetzt hier zu sein als dort. Das kann man natürlich nie hundertprozentig vorher wissen. Das ist einfach so eine Vorsichtsmaßnahme. Aber tatsächlich geht das einher mit einer Scheidung. Das heißt, das Projekt ist für mich. Also, es ist nicht so, dass unbedingt gescheitert. Genau, es ist nicht so, dass ich nicht mehr von der Idee überzeugt bin, dass das so zu leben großartig ist. Und es muss auch nicht bedeuten, dass ich für immer in einer Stadtwohnung leben werde. Natürlich nicht. Wer weiß das schon, wo ich mal leben werde. Aber ich bin nicht mehr in der Stadt.
Genau. Könntest du dir vorstellen, in Deutschland, dadurch, dass du solche wundervollen Erfahrungen gemacht hast, dass du das eben halt in Deutschland mit einbringst? Denn alles hat immer irgendwo einen Sinn. Na klar, mache ich ja gerade. Veronika, ich habe Wollte ich auch gerade sagen. Wir sind herzlich dabei. Ja, sehr schön. Ja, mehr kann ich dazu leider jetzt auch noch nicht sagen. Ne? Also das, ich gebe alles weiter, was ich selbst erfahren habe, und das ist das Beste, was ich gerade machen kann. Können gerne weitere Fragen kommen. Wie Ja, das bist du ist denn eine jetzt gute. nach Deutschland gekommen? Direktflüge gab es jetzt ja zumindest nach meinen letzten Informationen nicht. Also wie kommt man denn jetzt gut nach Russland beziehungsweise zurück nach Deutschland? Anni, coole Frage. 5 Tage mit dem Auto. Tatsächlich über die baltischen Länder. Weil Ukraine ging nicht und Weißrussland geht auch nicht, wenn man aus der EU kommt. Genau. Ah, okay, alles klar. Ja, also krasse Fahrt, ja, und ging nicht anders. Man hätte noch irgendwie über die Türkei fahren können, das war aber auch nicht leichter. Genau. Also hinkommen ist ja die eine Frage, Micha hier. Ich brauche doch bestimmt ein Visum, um mich da auch ansiedeln zu können. Also du hast ja im Prinzip dann in das Land hineingeheiratet sozusagen. Dann war das wahrscheinlich auch mit der Einbürgerung, sofern du dann auch irgendwie eine russische Staatsbürgerschaft bekommen hattest oder hattest, kein Problem. Aber was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel mehrere Leute oder wenn jetzt meine Frau und ich jetzt nach Russland aussiedeln wollten? Müssten wir dann von jemand eingeladen worden sein, auch schon? So kenne ich das halt, ne? Also ich bin mal in Russland gewesen, in Kaliningrad. Das ging halt nur, weil ich auf eine Tagung eingeladen war und das Visum hatte dann auch. Ich antworte gern so gut ich kann. Ich habe natürlich viele Erfahrungen mit Visa und alles, was danach folgt. Ich dachte ja, Mensch, Heirat, das heißt ja, ich kann jetzt hier in Russland mich aufhalten und so. Das war aber gar nicht so. Die Heirat ist nur die Basis dafür, dass man einen Aufenthaltstitel beantragen kann. Das heißt, ich war, selbst als ich verheiratet war, musste ich noch über ein Jahr, sogar 1,5 Jahre hatte ich nur Visa. Ja, also zumindest eine lange Zeit. Ich war auch unerfahren, habe da auch, wenn man da im Antrag, da hatten wir dann einen Buchstaben beim Vornamen, wurde vom Konsulat falsch übersetzt. Der hat statt Anne, meinen Zweitnamen Anna, hat der Anna geschrieben. Und der eine Buchstabe, der hat dazu geführt, dass sich das um Monate verzögert hat mit dem Aufenthaltstitel. Aber bei deine Frage war erstmal das Visum. Visum, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, gibt es Visa-Agenturen, die gute Drähte haben und durch ihre Möglichkeit, durch ihre Beziehung viele Möglichkeiten haben, und die, du musst nicht unbedingt Verwandte oder Freunde in Russland haben, um nach Russland zu kommen, logischerweise. Ja, also man kann auch als Geschäftsmann nach Russland fahren, oder man kann sich auch ein Arbeitsvisum besorgen. Das war früher einfacher als heutzutage. Aber wenn du da sehr motiviert bist, mal nach Russland zu fahren und da länger zu bleiben als 180 Tage am Stück, dann kannst du da mal recherchieren, ob das noch möglich ist. Also ansonsten Business-Visum 180 Tage. Wir hatten das, glaube ich, auch in unserem letzten Interview thematisiert. Das kann man sich auch gerne nochmal wieder ansehen. Man findet das auf dem YouTube-Kanal oder hier in den angehefteten Nachrichten im Landsitz-Liebe-Kanal. Ihr könnt gern Fragen stellen. Musstest du dich impfen lassen oder bist du geimpft? Wie läuft's in Russland? Anni, ich liebe deine klaren Fragen. Voll gut. Ich habe nie so einen Corona-Test machen müssen, lustigerweise. Selbst nicht, als ich, aber ich bin auch nicht geflogen in der Zeit. Und ich musste mich auch nicht impfen lassen? Nee. Und ich habe auch nicht die Details dazu. Also da liefen ähnliche Sachen wie in Deutschland, und manche Berufe mussten sich impfen lassen, also wurden unter Druck gesetzt.
Und ich war ja im Wald, also ich hatte aber auch Corona. Ich wurde nicht verschont, im Wald, isoliert und trotzdem Corona. Was jetzt nicht zu deiner Frage gehört, aber nur so als Nebeninfo. Oder einfach eine richtig schöne Grippe. Das war, da wäre ich fast gestorben. Ich habe das Gefühl, das war auf jeden Fall Corona. Also was auch immer Corona ist, aber das war, sowas habe ich vorher noch nie erlebt. Wie ist das dort in der Siedlung in Russland gewesen? Wie autark haben denn da alle gelebt? Wenn du sagst Ökosiedlung, dann habe ich so meine Vorstellung. Und dann wäre es wirklich interessant, wie autark da die Familienlandsitze sind. Da gibt's demnächst ein Video, ein extra Video. Aber ich sag's dir super gerne. Also, ist natürlich für jede Familie individuell. Bei unserer Familie war es so, wir hatten ja unser Business mit Bio-Wein und Hartkäse, nenne ich es mal, beziehungsweise Käse und davon großer Hartkäse aus Ziegenmilch. Und wir hatten einen riesen Garten und wir waren autark, was das Thema Wärme betrifft. Wasser waren wir ein halbes Jahr ungefähr autark, also die kalten Monate. Und Strom, ja, wir hatten eine Solaranlage, genau. Aber auch nur teilweise autark. Dadurch, dass wir ja auch eine Produktion bei uns hatten, brauchten wir viel Strom. Also auf jeden Fall in unserem Fall hätte eine Solaranlage niemals gereicht. Aber so, ich sag mal, Autarkiegrad, ja, von 50% jetzt gefühlt. Kommt auch immer auf den Monat drauf an und auf die eigenen Ansprüche, ja, auf die eigenen Bedürfnisse. Und wir hatten halt unsere üblichen Bedürfnisse, wir haben die nicht runtergeschraubt. Das heißt, wenn wir irgendwie das Gefühl hatten, wir wollen jetzt was, dies, das, jenes essen, also wir hatten auch Eigenfleischproduktion, aber auch nicht immer, also nur, dann wurde mal ab und zu mal geschlachtet. Das waren so eine größeren Enten. Ja, Thema Fleisch. Da könnt ihr mich auch gern so fragen, wer möchte. Und andere Familien waren weniger autark als wir. Ich würde sagen, wir hatten den höchsten Autarkiegrad. Andere Familien hatten auch teilweise eine eigene Produktion. Da gab es eine Familie, die hat Rohkostöle hergestellt und Rohkostgetreide im Sinne von, na, nicht das Getreide nicht selbst angebaut, aber selbst gequetscht oder verarbeitet. Dann gab es Imker, mehrere. Dann gab es zwei Familien, die haben ein Gestüt. Ansonsten war da jetzt, hat natürlich jede Familie ihren Garten, aber für Selbstversorgung braucht es natürlich mehr. Genau. Im Sinne von, also Selbstversorgung ist eigentlich nicht möglich und vielleicht auch, also das ist so mein Schluss. Selbstversorgung, je nachdem, was man anstrebt, natürlich, es gibt Beispiele von Selbstversorgung, ja, aber Selbstversorgung, wenn man das bis zu Ende spinnt, bedeutet das ja auch Kleidung herzustellen, Schuhe herzustellen. Jetzt ist gerade das Bild eingefroren. Julia, wir haben gerade einen Übertragungsfehler. Was hältst du davon, wenn du einmal kurz rausgehst und wieder rein, wenn du mich jetzt hören kannst? Ja, ist man. Also du kommst nur noch abgebrochen an. Dein Internet ist abgestürzt. Du hast das Internet gelöscht. Was? Nee, das geht so nicht. Besser ist, du gehst mal raus und kommst wieder neu rein. Was? Könnt ihr mich dann gut verstehen? Kann mir jemand eine Rückmeldung geben? Ja, ich kann mal gut verstehen. Mhm.
Ja, Julia, was machen wir jetzt? Singen wir ein Lied so lange. Ich würde gerne was fragen, was wahrscheinlich auch die anderen beantworten können, da ich neu bin. Und zwar, um welche Familienlandsitzsiedlung handelt es sich denn, also namentlich? Also das ist die in Vedrussia, die berühmteste. Ach so. Ja. Okay, nach danke. Einem, ja, wir hatten das in unserem Video schon mal besprochen. Das ist ein Oligarch gewesen, der das gekauft hat, also ganz viele Ländereien, der sehr viel Geld hatte. Und die eben halt minder bemittelten Menschen die Möglichkeit dort zur Verfügung gestellt hat, für wenig Geld dieses Land zu erwerben und das dort zu bewirtschaften, im Sinne der Bücher, über die wir hier gerade so nicht sprechen. Okay, das heißt, das hat ja nichts damit zu tun, weil in Russland gibt es ja auch verschiedene Siedlungen, wo man einen Hektar Land geschenkt bekommt. Und das hat sich somit so nicht aufgebaut. Julia, du bist wieder da. Magst du beantworten? Wir sehen dich. Ja, ich freue mich. Wir hören dich auch. Ja, super. Nee, das hatten wir vorher kurz schon. Ist aber alles gut. Ich sehe jetzt gerade deinen Namen nicht. Wer hat gerade gefragt? Ich habe gefragt. Dr. Blond heiße ich hier. Also ich heiße Valerie. Ja. Dr. Blond. Ihr könnt mich auch Valerie nennen. Valerie. Geil. Es gibt in Russland so gut wie keine Siedlung, wo Menschen wirklich das Land geschenkt bekommen. Aber ich kann dazu auch nicht viel sagen. Es gibt da auch, es gibt, glaube ich, bei Russia Today eine Dokumentation genau über dieses Thema. Im Fernen Osten gibt's das mit dem kostenlosen Hektar. Ansonsten die 300 Siedlungen, die es gibt, da hat wahrscheinlich niemand einen Hektar geschenkt bekommen. Und ich habe auch schon gesagt, der Hektar an sich, also man sollte sich daran nicht aufhängen beziehungsweise nicht darauf hoffen, einen Hektar geschenkt zu bekommen, weil das Land an sich macht nur einen kleinen Bruchteil der insgesamten Kosten von dem Landsitz aus. Auch wenn in den Büchern vielleicht beschrieben wird, wie man kostengünstig sich das alles erschaffen kann. Das macht Sinn. Also meine Erfahrung ist halt, es kommt halt auch immer darauf an, wie viel Zeit man hat und welche Ansprüche man hat. Und ich habe das Gefühl, also in meinem Fall war das sehr kostspielig alles. Aber wir haben dafür auch schnell was erschaffen. Und eine Frage, falls du das irgendwo schon gesagt hast, kannst du das auch erzählen, dann kann ich das auch irgendwo nachschauen. Wieso bist du schlussendlich wieder zurückgekommen? Weil jetzt bist du ja nicht mehr in Russland, oder? Also es lohnt sich Valerie, doch von Anfang an dabei zu sein. Okay, Valerie, du hast gerade erst eingeschaltet. Ne? Ja, ja, Entschuldigung, wird der Livestream dann aufgezeichnet, dass ich mir das nachschauen kann? Ja, wir beantworten das gerne auch nochmal. Ganz kurz, nee, soll ich zusammenfassen, Julia? Also es ging um eine Trennung, die Julia erleben musste. Und zwar, nachdem sie verheiratet war und zwei Kinder geboren hatte, ist sie jetzt ja, dabei, ihr Leben neu zu sortieren ohne Mann. Ach so, okay. Ja, danke für die Info. Darf ich noch eine kurze Frage stellen? Ja. Und zwar, kennst du auch noch andere Familienlandsitzsiedlungen? Also hast du da auch Erfahrungen gemacht, so als Besucher oder so? Ja, kannst du gerne noch was dazu fragen. Ich kenne einige Familienlandsitzsiedlungen, die ich auch besucht habe. Zum Beispiel Rabisbert ist ja auch bekannt. Da ist es ja auch nicht so kalt wie zum Beispiel hier in Deutschland, soweit ich weiß. Wie hast du es da gefunden? Da war ich nicht. In unserem, hier in unter unseren Zuschauern befindet sich aber eine Familie, die da gerade Land kauft. Also ich kenne da auch persönlich Leute, ich selbst war aber nicht da. Und ich selbst habe aber nicht so weit weg von dort gelebt. Ich weiß es nicht ganz genau, wie viel. Ich würde mal sagen 100 Kilometer. Also ich war selbst auch in dieser Klimazone. Ja, also norditalienisches Klima. Herrscht dort in Südrussland. Mhm. Okay. Darf ich fragen, wer das denn ist? Dann würde ich Sie einfach anschreiben, wer jetzt sich dort Land kauft. Valerie, du könntest mir eine Nachricht schreiben, eine persönliche Nachricht, und dann frage ich mal, ob ich deinen Kontakt weitergeben kann, okay? Ja, gerne. Danke danke für das Gespräch. Gerne. Bei der Gelegenheit möchte ich auch auf Julias Kanal hinweisen.
Der wurde gerade in der Landsitzliebe gepostet und jeder Zuhörer ist natürlich herzlich eingeladen. Okay, danke. Danke allen. Ja, wer will noch mal, wer hat noch nicht? Wer möchte die nächste Frage stellen? Ja, kannst du mich hören? Ja. Es erkältet, vielleicht kann man es trotzdem hören. Meine Frage war, wie es denn mit den Streifen am Himmel aussieht bei euch dort, ohne jetzt konkret an die Details zu gehen, weil ich denke, du weißt, wovon ich rede, weil Gemüse anbauen hin und her, das machen wir hier auch, das ist ja alles gut und schön. Aber es wird einem doch ziemlich vermiest, wenn dann alle Tage der weiße Brei da oben sich wieder zeigt, ne? Susanne, ich liebe eure klaren Fragen. Ich hätte jetzt so eine Frage niemals erwartet. Obwohl, warum eigentlich nicht, ja? Also, tatsächlich gibt's die dort auch. Und das sieht man auch, wenn man mein Hochzeitsvideo anschaut. Das ist ja auch Teil des ersten oder zweiten Interviews, was wir gepostet haben mit Ani hier in der Landsitzliebe. Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass da sogar an dem Tag Streifen waren. Und in der Zeit von der Pandemie waren die Streifen dann so gut wie nie da. Genau. Aber es gibt viel weniger als hier. Also ich weiß nicht, wie es jetzt hier, bei mir ist gerade diesiges Wetter, ich sehe jetzt hier auch keine. Aber so grundsätzlich kam es mir so vor, als wenn dort in Russland weniger sind. Dankeschön, das erklärt ja schon mal einiges. Aber ja, so haben wir es in der Tat hier auch erlebt, dass in der Maßnahmenphase, ich weiß nicht, ob es eine Pandemie war, für mich wahrscheinlich eher die Pandemie der Freiheit meiner eigenen selbst sozusagen. Da war tatsächlich hier auch sehr viel weniger, das stimmt. Aber wir hatten dann endlich mal Zeit, in Ruhe unseren Garten anzulegen und uns um unsere Tiere zu kümmern und schlachten zu lernen und so weiter, alles, was so dranhängt, ja. Genau, wir haben 2 Hektar und ich kann sagen, aus Erfahrung, hier in Deutschland allerdings, das reicht so gerade mal so, wenn man noch Tiere hält. Also mit 1 Hektar, wie du schon sagst, das Land alleine ist es ja nicht. Man braucht ja auch Platz zum Wohnen etc. Und wir haben 4 Kinder aktuell. Da sind 2 Hektar schon fast unablässig, ja. Gut, dankeschön. Gerne. Ja gut, ich denke auch immer, so auf die Hektarzahl kommt es nicht unbedingt drauf an. Man kann ja auch auf dem Balkon seine Pflanzen ziehen und sich davon ernähren, wenigstens teilweise, ohne dass man von irgendwelchen Umwelteinflüssen da, bis aufs Wasser, denn eben die Pflanzen ja schön wachsen und gedeihen lassen kann und sich daran nähren. Also dieser 1 Hektar ist sowieso so, ich denke mal, das war die Wunschvorstellung, die man so hat. Julia, ihr hattet ja sehr viel mehr Hektar. Wie viel hattet ihr? Wir haben 5,5. Ja, riesig, riesig. Oh. Und mit viel Wald, sagst du. Ja, also die Siedlung besteht aus viel Wald. Also auf unseren Hektaren war nur ein bisschen Wald. Genau. Viel Nutzfläche. Also die Siedlung Vedrussia, die ist 600 Hektar groß und 300 davon sind Wald, die Hälfte ist bewaldet. Das hat Vor- und Nachteile. Und der Nachteil, wenn man das so sehen möchte, und jeder ist ja da individuell, ist, dass man auf jeden Fall ein Auto braucht und dass die Siedlung halt, also 600 Hektar, das ist so viel wie eine Kleinstadt von der Fläche. Und auf dieser Fläche wohnen 100 Familien. Das heißt, bis zum Nachbarn sind es ja schon mal 100 Meter. Und dann, also bis man beim Gemeinschaftshaus ist, braucht man, ja, entweder muss man gut zu Fuß sein oder ein Auto. Ist halt dann immer so. Genau. Ja, die Straßen musst du dir auch selbst anlegen, nicht wahr? Genau. Wie habt ihr das gemacht? Hattet ihr Trecker? Hattet ihr ja einen Radlader? Hattet ihr eine Walze? Was hattet ihr? Wir haben tatsächlich externe Spezialisten eingeladen. Wir haben das nicht selber gemacht. Also kann man sich das so vorstellen, dass es wirklich wie eine kleine Stadt ist? Ich habe mir das immer so vorgestellt wie in Anastasias Büchern, dass eben das gerade nicht befestigt ist, so wie wir das hier von unseren Städten her kennen. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
So, jetzt ist Julia wieder schockgefroren. Die Frage war wohl zu krass. Tja, was machen wir denn jetzt? Julia, bist du so lieb und gehst auch mal wieder raus und kommst wieder neu rein? Wenn du mich hörst. Und eine Frage zu Anastasia, ob sie eine reale Person ist, würde ich gerne mal wissen. Also Julia und ich haben noch mal vor, über dieses Thema zu sprechen. Ja, soweit. Genau. Das erscheint dann in einem unserer Videos, was demnächst erscheinen wird. Oder im neuen Jahr werden neue Aufnahmen gemacht. Und vielleicht auch jetzt schon bald, dass wir die herausbringen. Also das wird so nach und nach jetzt präsentiert. Und ich denke, was die Bücher angeht, da darf sich auch jeder gerne selber seine eigene Meinung machen und auch reinfühlen und das Beste daraus nehmen, was ihm entspricht, als dass irgendeine Position hier bezogen werden sollte. Seht ihr mich? Hört ihr mich? Du bist jetzt wieder zu sehen. Hm? Schön, wenn du lächelst. Ich weiß nicht, ich kann es nicht beeinflussen gerade. Ich habe echt sonst mega gutes Internet. Und jetzt habe ich wieder umgeswitcht von, also mobil hat jetzt auch nicht funktioniert am Ende. Und dann habe ich es wieder zurückgeswitcht auf Hausinternet. Mal gucken. Du, wenn das jetzt alle 10 Minuten einmal passiert, dann sind wir doch schon richtig geübt. Ja, also das Positive ist, daran ist ja, dass es echt schon lange gut jetzt funktioniert hat. Das stimmt. Das sehe ich auch so. Ja. So, wir waren beim Straßenbau stehen geblieben. Oh, da möchte jemand eine Frage stellen. Direkt die Infrastruktur, also nicht nur Straße, sondern auch die Infrastruktur so. Hm, genau. Da gibt es auch auf meinem YouTube-Kanal, gibt es auch zum Beispiel ein Video, wo man sehen kann, wie es in Vetrussia aussieht. Da habe ich mal so ein bisschen die Lichtungen gefilmt. Mein YouTube-Kanal, den findet man auch irgendwie. Oder ihr schreibt mir, dann schicke ich euch den. Jetzt ist wieder ein Kind zu hören. Aber wo? Ich liebe Kinder und ich finde das auch richtig schön. Nur das ist jetzt so ein bisschen schwierig. Moment mal eben. Okay, wer lässt Kinder sprechen? Ich antworte mal bezüglich der Infrastruktur und zwar die Wege. Ja, ich kann das jetzt nicht mehr alles so, also es ist halt echt auch so ein Gefühl, so ein Männerthema, wie wir da die Straßen gebaut haben. Aber auf jeden Fall waren die waren einerseits, also einerseits haben wir da am Vorkaukasus gelebt. Das heißt, das war fast Gebirge. Das heißt, die Straßen sind nicht wie, sind nicht einfach nur, sondern man hatte auch mit Hügeln zu tun. Plus, das war lehmig und wir mussten da, wenn es regnet, dann steht da das Wasser. Und wir haben die Straßen zwar, wir haben da viel mit Schotter gearbeitet. Ja, teilweise haben wir haben die abgeschliffen. Und dann da Schotter eingearbeitet. Aber wie es genau funktioniert, weiß ich jetzt nicht. Und letztendlich gab es trotzdem... Oh! Luleika hat jetzt Video angeschaut. Ja, das ist... darf ich ganz herzlich begrüßen. Das ist ein süßes Pärchen mit zwei süßen Kinderlein aus Polen von einem Familienlandsitz. Huhu! Wow! Sprecht ihr Deutsch? Ja. Man hört sie nur nicht. Warum nicht? Nee, ist alles gut. Alles gut. Also. Ja, schönen guten Abend und schön, dass wir dabei sein können. Und wir hören euch und wir sprechen noch Deutsch. Wow, seid ihr ausgewandert nach Polen? Also ja, die beiden leben seit knapp 2 Jahren seid ihr jetzt, ja. Ne? Ja. Seid ausgewandert. Also ich ausgewandert und Lukas. Ah, okay. Cool. Ja, die beiden haben auch 2 kleine Kinder. Das ist richtig schön. Ja, heute ist Kinderabend. 4. April. 2000. Ja. Und ich hoffe, alles wohl auf. Ja, von der Großstadtmetropole hier wegen dem Leben.
ist genauso, dass wir hier auch im Auto nicht mehr hochkommen, weil einfach Leben ist. Ja, alle Kinder sind wohlauf, alles super. Schön. Super agil, super schon mit jungen Jahren. Die Kleine ist ja bald 4, aber hat schon so einen Charakter. Also sie weiß schon, was sie will, total. Und richtig gut. Ah, ich glaube, du sagtest auch gerade was bezüglich Auto und Fahren, oder? Dass das bei euch auch nicht so einfach ist? Genau. Ja, dann höre ich sehr gerne der Julia weiter zu. Ja, also das muss man halt auch einfach mal sehen. Ich bin ja hier in Deutschland auch sehr verwöhnt gewesen durch die Infrastruktur. Und das, wenn man aber auf dem Dorf in Deutschland lebt, gibt es das da vielleicht auch, dass nicht immer alles erreichbar ist. Also es gab ein paar Wochen in Belarus, wenn es geschneit hat zum Beispiel, oder wenn sehr viel Regen gefallen ist, dann kam man auch mal nicht aus seinem Haus, also oder aus seinem Grundstück. Und das kann aber vielleicht in Teilen von Deutschland sogar auch mal der Fall sein. Das muss man jetzt nicht so begrenzen auf Deutschland. Winter 79, so soll es her gewesen sein. Okay. Da hatten wir dann Sibirien und Russland vor der Haustür. Okay, verstehe. Ja, jetzt würde ich gerne noch mal in den Raum reinfragen. Die Mikrofone sind alle freigegeben. Ihr könnt jetzt Julia bombardieren mit euren Fragen. Aber bitte nacheinander. Also unser Auto steht einfach. Ein Tipp geben für Leute, die sich... Ludwika hat was gesagt, aber die Verbindung ist ein bisschen schwierig. Darum kam der Ton hier nicht ganz rüber. Ich probiere es nochmal. Hört ihr mich? Ja. Jetzt? Ja. Wegen dieser Überschwemmungsgeschichte und so weiter, ne? Und diesen ganzen Lehmboden und Torfböden und so weiter. Da ist immer gut zu achten, wenn man jetzt irgendwie sich ein Land ausgesucht hat, zu gucken, was das für ein Gebiet vorher war. Also wir haben ja hier 3 Siedlungen, die aneinander liegend sind. Nee, sogar 4. Vier, genau. Und die 4., die etwas weiter weg ist, die hatte eben so ein Gebiet gehabt, was halt schon jahrzehntelang irgendwie schon trocken war. Aber es war früher mal Torfgebiet gewesen. Und jetzt kamen halt so ganz lange Regenschauer hier. Und tatsächlich, so wie Julia, du das gesagt hast, die kamen hier mit dem Auto nicht mehr raus. Die mussten im Trecker rausgezogen werden, weil es eben so morastig und so... und da muss man eben wirklich, wirklich gut hinschauen, was das für ein Land war früher mal, ne? Und vielleicht fällt das einem schon auf, wenn es relativ günstig ist. Ja, dann kann das sogar schon ein erstes Indiz sein dafür, ne? Also da, ich kann auch nur wirklich sagen, Julia, ich habe leider nicht alles von dir mitbekommen, aber wir haben alle deine 3 YouTube-Sachen, die du mal reingestellt hast, so gehört. Und also ich schätze mal, wir gehen so ziemlich einen ähnlichen Weg. Irgendwo haben wir alle die gleichen Schwierigkeiten mit raus aus dem Funktionieren hin zum Leben. Ja, raus sozusagen aus diesem ewigen Hamsterrad in dieses Wow, ich bin jetzt da, so ich bin jetzt, ich darf jetzt sein. So und das kommt halt immer wieder. Wie ist es bei dir? Du bist ja, glaube ich, jetzt 5 Jahre schon so auf deinem Land, ne? Oder 4,5 oder sowas war das, ne? Ja. Wann hast du denn das für dich gemerkt, dass das irgendwie auf einmal so, auf einmal warst du so voll bei dir? Also ehrlich gesagt, wirklich wunderschön hast du das gerade für euren Fall beschrieben und ich verstehe, was du damit meinst. Und in meinem Fall war es halt so, dass ich habe meinen Traum vor mir gesehen, den habe ich mir verwirklicht. Das heißt Partner, Kinder, Landsitz, Business. Und ich habe halt, ich bin halt hier raus aus Deutschland, bin dorthin, habe mich aber mit meinen ganzen Programmen und Unvollständigkeiten mitgenommen, nenne ich es mal so. Und ich will damit nicht sagen, dass man perfekt sein muss, um einen Landsitz zu erschaffen. Aber ich, bei mir war halt der Fall, dass ich ja, also ich, die Krux war halt bei mir. Ich hatte keinen Selbstwert, ziemlich wenig.
Also, und das hat dazu geführt, dass ich ziemlich, trotz dessen, dass ich mir alles erschaffen habe, ziemlich unglücklich war. Selbst auf meinem Landsitz. Und du sagst, redest du vom Sein? Und ich hatte da auch viele glückliche Momente. Und trotzdem habe ich jetzt gemerkt, es ist viel wichtiger, erstmal mit sich selbst im Reinen zu sein. Und was das bedeutet, weiß nur ich für mich. Also das muss jeder für sich wissen, was das für ihn bedeutet. Ich weiß es jetzt nur für mich. Und ich spüre gerade aktuell, und ich bin jetzt nicht auf meinem Landsitz, ja, ich bin ja jetzt in Deutschland. Jetzt, wo ich Dinge mit mir ausgemacht habe, wo ich mit mir relativ im Reinen bin, weil ich wurde dazu gezwungen, durchs Leben mich mit mir zu beschäftigen, mit meinen inneren Themen und nicht mehr im Garten ja, zu buddeln oder Landsitz zu erschaffen. Jetzt bin ich gerade glücklicher als dort. Ich bin jetzt so ein bisschen abgeschweift, aber es ist ja trotzdem, ich finde das super wichtig, weil ich dachte auch, die Lösung für alle Probleme ist ein Landsitz. Ja. Und jetzt stellt sich heraus, selbst da kann man unglücklich sein oder zumindest also jetzt nicht viel glücklicher, als ich vorher war. Genau, und jetzt merke ich, okay, jetzt bin ich in einer ganz anderen Umgebung. Ich bin jetzt viel abhängiger vom System, als ich vorher war und so weiter. Genau. Und innerlich bin ich aber freier. Genau, und das zum Thema Sein, also ja, ich hoffe, meine Antwort passt so ein bisschen. Also, ja, Julia, man nimmt sich selbst immer mit, glaube ich, ja. Und genau. Das ist ja das Problem, dass man sich selber mitnimmt und man muss ja erstmal bei sich selbst aufhören. Anni, ja. Ich würde das gar nicht als Problem sagen, ja. Ich glaube, es ist einfach ein ganz logischer Prozess, weil das, was hier so stattfindet, ist einfach so die totale Reduktion von Reizen erstmal auf Wahrheit. Weil die Natur ist Wahrheit. Hier gibt's also, wenn wir aus dem Fenster gucken, egal aus welchen, wir sehen nur Bäume und nur wunderschöne Natur. So, du hast hier keine Werbung. Fernsehen haben wir schon sowieso seit, weiß nicht wie viele Jahren, 20 Jahren oder so, gucken wir eh schon nicht mehr. Radio so gut wie nicht, so, also man hat hier wirklich nur noch sich selber irgendwann, ja. Und weil man eben sich selber hat, muss man jetzt mit sich irgendwie zurechtkommen. Du hast keine Möglichkeit, dich mehr abzulenken. Und dadurch, dass du so auf dich selber drauf, auf die Nase gedrückt wird, und du dich nicht mehr ablenkst, wächst du über dich heraus oder du lässt es halt sein. So, entweder die auch Partnerschaften können locker zugrunde gehen durch ein Leben, was so schön sich anhört, ja. Aber der erste, ich meine, wie oft waren wir als Beziehung an so einem Punkt gewesen, wo wir dachten, boah, ey, das geht nicht mehr weiter so, ne? Das ist einfach zu krass. So, das ist einfach zu. Man muss da so gut in Kontakt sein, in Kommunikation sein, weil jeder irgendwie an einem anderen Punkt dann bald steht, ja. Aber jeder ist halt auch mit sich so beschäftigt und mit den Sachen, die man hier irgendwie vorwärts bringen will, damit man überhaupt auf seinem Land leben kann. Und weil eben alles so begrenzt ist an Ressourcen, Zeit und Geld auch, will man das so schnell wie möglich machen und so günstig wie möglich. Und das ist halt eben auch wieder so, das habe ich halt auch selber beim Bau gemerkt, dass ich total, ich konnte nicht irgendwie Familie da sein und für den Bau gleichzeitig. Das ging bei mir irgendwie nicht. Das war, habe ich nicht hingekriegt, dieses Spagat. Ne? Und dann wurden wir aber als Familie auch dadurch auch irgendwie ja gepusht, sowas so aus sich herauszukommen. Also noch einen Schritt weiter zu gehen, noch einen Schritt. Ne? Es ist irgendwie, oder? Was denkst du? Ja, das kommt immer darauf an, wie man in so ein Landsitz reinstartet, ne? Mit was für Grundsätzen, denke ich. Also es ist ja bestimmt bei jedem, bei jeder Familie anders. Was bringt man innerlich mit? Was bringt man aber auch äußerlich an materiellen, an finanziellen Dingen mit? An Unterstützung oder nicht? Wie? Ich meine, wir sind die Ersten in der Siedlung hier quasi, die ganzjährig auf dem Land sind. Ah,
ich kann mal Bezug nehmen auf das, was du gesagt hast, bezüglich, dass das für eure Beziehung teilweise herausfordernd war. In Vetrussia tatsächlich, wirklich, das, was du gesagt hast, kann ich bestätigen. Obwohl man denkt, Mensch, das ist doch jetzt hier der Schlüssel zum Glück, ja, so in Land. Das ist die Herausforderung erstmal. Ja. Tatsächlich gibt es da sehr viel Fluktuation. Also das heißt einerseits, Familien kommen hin, probieren es aus und verlassen die Siedlung dann wieder. Oder tatsächlich auch, dass Ehen auseinandergehen. Und zwar vom Prozentsatz kann das so, ist das sogar höher als in der Stadt. Aus dem Grund, den du auch genannt hast, man ist halt mehr zusammen. Also im besten Fall ist man mehr zusammen. Man verbringt mehr Zeit miteinander. Und weil man, also im besten Fall, ja, also ist man ja nicht mehr so viel auf Arbeit, sondern hat es irgendwie anders organisiert oder so. Und genau, dadurch mehr Zeit miteinander und dadurch kommt man mehr kommen mehr Konflikte auf. Oder kommen die schneller auf, als wären sie früher aufgekommen, wo man sich kaum gesehen hat. Wir versuchen damit also so umzugehen, dass wir das in Dankbarkeit annehmen. Also man übt sich hier sehr, man übt sich sehr in Spiritualität, in sehr spirituellen Themen übt man sich sehr gut. Also ich finde, so ein Land, das ist total was Geniales, wenn man in der Lage ist, lernen zu wollen und flexibel zu sein, dann ist es echt das Ideale, weil jetzt ist das Haus da. Ja, wir haben jetzt hier eine kleine Trockentrenntoilette, eine Küche mit einer kleinen Dusche drin, ein Schlafzimmer und hier unseren quasi runden, also es ist ein zwölfeckiges Haus, was ich hier gebaut habe und halt in der Mitte halt diesen runden Raum so und das ist einfach jetzt, es ist und wir haben jetzt auch Wasseranschluss und der Brunnen ist gebohrt, also es ist alles winterfertig und das nächste Jahr, ich glaube, da werden wir so schon langsam anfangen, die Früchte so zu ernten, wirklich tatsächlich. Also es war bisher total schwierig. Ich bin total stolz auf Caro und dass sie es überhaupt geschafft hat, auch dass sie noch nicht mal die Sprache kennt, so richtig gut. Also es, man braucht ein unglaubliches Durchhaltevermögen und wirklich Mut und auch ein bisschen verrückt sein tatsächlich. Aber wenn man das dann geschafft hat, so ein bisschen anzukommen, ich merke manchmal schon so, wenn ich so die Sonnenuntergänge anschaue, die einfach so herrlich sind und ich denke mir so, boah, Dankeschön, das ist ein Privileg für mich, hier zu sein. Ne? Das erleben nicht viele Menschen irgendwie. Wir arbeiten nicht, ja. Also wir sind die ganze Zeit mit der Familie zusammen. Wir entwickeln uns alle gemeinsam. Dafür bin ich total dankbar. Wir gestalten hier. Also wir formen nicht unsere Kinder, sie formen sich durch sich selbst heraus, aber das einfach zu beobachten, da zu sein, das finde ich so wunderschön, das sowas der Welt geben zu können und eben sowas auch leben zu können. Wir kriegen so tolle Unterstützung, ja, wir haben überhaupt keinen Mangel oder sonst was, so also im Gegenteil. Also wir essen irgendwelche Südfrüchte von irgendwelchen Farmern, die uns direkt irgendwelche leckeren Avocados und Mangos liefern, auf der zweiten Ecke des anderen Seite der Welt. So. Also, ihr habt da ein paar Tonschwierigkeiten, ihr beide. Das ist mit der Übertragung gerade so schwer, euch zu folgen. Muss man dazu sagen, Wahrnehmungssache, ne? Gesprungen, jemand raus. Also, ich möchte ungern das unterbrechen oder so. Man kann euch leider überhaupt nicht mehr verstehen wegen der Übertragung. Und deswegen würde ich gerne das Wort wieder an Julia geben. Und Julia, würdest du gerne auch nochmal darüber sprechen, wovon ihr gelebt habt oder wie ihr gelebt habt, von euren Erzeugnissen? Zwei kleine Kinder. Ja, leider verstehen wir euch jetzt nicht mehr so gut. Ich hoffe, ihr versteht uns.
Nuleika. Ich habe leider eure Vornamen jetzt nicht präsent. Also wovon wir gelebt haben in Vetrussia, wir hatten unser Kernbusiness war Bio-Wein und Bio-Käse. Und wir wollten das ausweiten in Richtung Tourismus. Wir haben Exkursionen angeboten über unseren Landsitz inklusive Degustation, also Verkostungen. Und hatten auch Ideen, noch Gästehäuser zu bauen, Seminare anzubieten und so weiter. Bin ich gut zu hören, Anni? Ja, ja, du bist gut genau. zu hören, du kommst gut rüber. Und ich würde jetzt gerne nochmal den Sprachraum für Fragen öffnen. Vielleicht hat der eine oder andere jetzt schon Fragen durch das, was wir jetzt schon insgesamt alles gehört haben. Hallo Julia, ich habe noch eine Frage. Ja. Und zwar, also Familienlandsitz, das sagt ja auch schon der Name, da sind viele Familien. Und da wollte ich mal interessehalber fragen, wie du das wahrgenommen hast in der Siedlung, wo du gelebt hast, aber auch die Siedlungen, die du kennengelernt hast. Und zwar einmal, warum ich frage, also ich bin halt alleine, habe aber auch die russische Staatsangehörigkeit, ich bin da geboren, deswegen möchte ich zurück, weil ich hier in Deutschland ja für mich einfach keine sichere Zukunft mehr sehe. Und ja, Familienlandsitz-Siedlung finde ich sehr interessant und würde ich einfach gerne besuchen. Jetzt frage ich mich aber, ist das für Singles überhaupt geeignet? Also gibt es da auch viele Singles oder ist das wirklich mehr so Familien, so eine Familiensache quasi? Dein Name ist Valerie? Ist ja, genau. Richtig? Ja. Also einerseits klingst du für mich relativ entschlossen. So, also als du kennst auch schon Radosvet, andererseits frage ich mich, also warum du dich mit dieser Frage noch nicht beschäftigt hast. Also ich kann ja, dir natürlich beantworten. Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, weil ich das davon nicht abhängig machen möchte, weil ich möchte das lieber von dem Ort abhängig machen, wie wohl ich mich da fühle. Und am liebsten würde ich halt von Siedlung zu Siedlung und einfach mir Verschiedenes angucken. Weil ich kann ja mir ganz viele Sachen anschauen, mich mit Menschen unterhalten, aber tatsächlich, wie ich es dort erlebe, ist ja nochmal was ganz anderes. Deswegen, ja, also das ist für mich halt quasi, steht für mich eher an, ja, nicht an letzter Stelle, aber ist für mich nicht so wichtig, weil, ja, was kommt, das kommt. Und ich möchte jetzt nicht irgendwie meinen Ort davon abhängig machen, wie viele Familien wohnen da oder wie viele Singles sind da, sondern eher, wie die Rahmenbedingungen sind, das ist mir halt viel wichtiger. Und warst du schon mal in Familienlandsitz-Siedlung in Russland? Nee, noch nie. Ich habe mir noch nie was angeguckt. Deswegen bin ich auch selber gespannt, ob das überhaupt was für mich ist, weil im Endeffekt ist es für mich auf jeden Fall am besten, wenn ich es erlebe, dann kann ich entscheiden. Und so ist es halt für mich schwierig, mich da reinzubeamen und zu überlegen, gefällt es mir oder gefällt es nicht, weil ich kenne auch welche, die gesagt haben, nee, also quasi Urlaub dort gemacht haben, gesagt haben, nee, das war mein schlimmster Urlaub, ich gehe da nie wieder hin. Andere finden es richtig toll und bei Moskau ist ja auch so eine Siedlung und eine kauft sich da jetzt auch Land, also das ist völlig unterschiedlich, deswegen kann ich das für mich selber gar nicht so einschätzen, weil ich bin natürlich auch bequem geworden durch Deutschland, ne? Muss man ja auch einfach, oder muss ich zugeben, ne? Ja, also erstmal danke für deine Offenheit. Also als Single in Landsitz, also vor allem als Frau, ich würde jedenfalls nicht auf die Idee kommen, jetzt weiß ich ja zusätzlich noch, was es bedeutet. Ist ja wie wenn man in Deutschland ein Grundstück als Single kaufen würde und dann auch als Frau. Also es ist ja ähnlich, nur dass in Russland in dem Fall von der Landsitzsiedlung einfach die Hektargröße noch dazu kommt. Also in Deutschland würde man wahrscheinlich ein Zehntel von der Größe kaufen oder noch kleiner. Also ich würde das gar nicht in Betracht ziehen an deiner Stelle, aber jeder ist da frei. Und es gibt in Russland auch und auch in Vetrussia Single-Frauen, die Landsitze haben. Die sind einfach super enthusiastisch und deswegen ziehen die das trotzdem durch. Aber es ist nicht, also ja, aber gut, ich will da jetzt. Und Valerie, sag noch mal kurz deine Frage bezüglich Singles. Ich habe die nicht mehr ganz präsent. Also ich hatte einfach nur gefragt, ob dort überwiegend nur Familien wohnen oder auch Singles. Genau, beides.
Natürlich überwiegend Familien. Und es gibt speziell halt Möglichkeiten, das heißt Menschen, die sich für die Landsitzsiedlung interessieren und Single sind, da gibt es Möglichkeiten oder Plattformen, wo die sich kennenlernen können. Genau. Ah ja, danke schön. Ja. Parship in Bedrussia, ja, das gibt's da auch. Es gibt auch spezielle Single-Treffs in den Landsitzsiedlungen und es gibt natürlich online auch Möglichkeiten, genau. Ja, vieles läuft heute online, glaube ich. Kennst du so eine Online-Plattform zufällig? Ich muss nachdenken. Also wenn du mir schreibst, dann schicke ich dir eine Adresse. Genau. Ja, ich wollte dir schreiben, ich habe deinen Namen jetzt irgendwie nicht gefunden. Also wenn ich in deinen Kanal gehe, ist das okay, wenn ich da einfach was kommentiere? Kannst du ja probieren. Also das geht auf jeden Fall. Also Julia Fox, kannst du ja mal gucken, ob du das bei Telegram findest als Namen. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Genau. Okay, ich suche einfach nochmal. Okay. Okay, danke. Gerne. So, wer ist denn der Nächste mit einer Frage? Mr. Wallace, der guckt so krummelig auf sein Bild. Der hat doch bestimmt nette Fragen. Hallo, guten Abend. Ja, ich bin erst vor kurzem dazugestoßen. Neugierig, bin im Moment als Zuhörer gerade noch aktiv. Also ich müsste im Moment noch keinen direkten großen Ansprechpunkt oder so irgendwas. Alles super. Danke dir. Die Stimme klingt auch viel netter wie das Bild. Also danke, wenn du eine Frage hast, dann gern raus damit, ja? Mache ich, alles klar. Ja, schön, dass du dabei bist. Ich wollte auch noch mal kurz was sagen. Die Frage war ja vorhin, gibt es Anastasia? Da kann ich aus Erfahrung sagen, ja, sie steht neben mir. Meine Tochter. Denn all dem, was wir gelesen haben, waren wir der Meinung, okay, egal ob sie jetzt in real life tatsächlich als Mensch gibt oder nicht, oder auch nicht Mensch, ja, eben als Anastasia, ist gar nicht wichtig, sondern wichtig ist doch, was wir draus machen. Und wenn wir für uns erkennen, dass das erstrebenswert ist, dieses Leben zu leben oder in der Art und Weise, ja, dann haben wir eigentlich nur die Chance, die nächste Generation in diese Richtung leben zu lassen. Weil letztendlich ist ja Erziehung immer das, was man draus macht. Und wir haben uns halt entschieden, ja, unser Kind so zu benennen und es letztendlich auch so groß werden zu lassen. Und sie ist halt zu Hause, sie ist jetzt 5 und ja, ich kann ja hier nicht so laut sagen, dass die anderen mit der Schule und so, ne? Da kann man ja auch selber tätig werden. Wir haben ja alle die Schule schon mal durch, sollten also das Lehren quasi ja auch schaffen, unseren Kindern gegenüber und vor allen Dingen das, was wir als richtig und wichtig erachten. Und ich denke, Anastasia lebt in jedem Fall in allen von uns, die ihre Bücher kennen und verstanden haben und als wichtig und gut erachten und eben danach leben. Und also lebt sie für uns. Also das ist meine Erkenntnis aus der Frage, ob sie lebt oder nicht. Ja, ist jetzt keine direkte Frage, aber das war ja die Frage, ob sie lebt. Ja. Gut, das wollte ich nur mal sagen. Super. Das war bestimmt die Nachbarin von Julia, oder? Die Nachbarin von ja, das wäre jetzt so der Traum, oder? Susanne hatte das gesagt. Susanne hatte sozusagen sich die Frage selbst beantwortet. Ich finde das super. Ja, ich meinte nee, nur, die Frage hatte ich nicht gestellt. Ich wollte die Frage nur beantworten für eine, die sie gestellt hatte. Ah, vielleicht war ich da gerade nicht da, an der Klingel oder so, als die Frage kam. Ich habe schon Probleme, ja. Das ist klar. Super. Ich will das gar nicht weiter kommentieren, hast du super beantwortet. Ja, wer möchte denn die nächste Frage gerne stellen? Ja, hier ist der Micha aus Potsdam und ich habe die Julia in Prüre am Strand kennengelernt und bin dankbar, dass sie mir das zugeschickt hat, dass heute hier so ein Meeting stattfindet und ja, finde ich total klasse und hochinteressant. Das war bloß einen ganz kleinen Garten, aber ja, ich finde das schon irre toll, so Selbstversorgung und so weiter. Insbesondere die
das Leben für die kleinen Mäuse, wie sie dort anwachsen, ohne ja, Triggern von außen. Das ist schon hammertoll, ja. Und höre ganz gespannt zu. Super, danke, Micha. Schön, dass du dabei bist. Falls jetzt nicht sofort eine Frage kommt, haben wir ja auch noch welche vorbereitet. Ganz genau. Und die suche ich jetzt mal raus. Und dann legen wir da mal los. Moment, ich muss eben ein bisschen scrollen. Ja gut, die Frage wurde schon beantwortet, warum du jetzt in Deutschland lebst. Der behördliche Stress, den haben wir ja auch schon in unseren Videos angesprochen. Aber eigentlich die Frage, die ist eigentlich richtig schön. Was hat dir in Russland gefallen? Das haben wir so jetzt noch gar nicht richtig zum Ausdruck gebracht. Da kannst du doch bestimmt was drüber erzählen. Also Russland ist groß. Ich war in unterschiedlichen Teilen von Russland. Und mir hat es überall gefallen, obwohl es sehr anders war. Also ich war im Kaliningrader Gebiet, habe dort gearbeitet. Das erinnert wirklich so ein bisschen an Deutschland von der, ja, von der Infrastruktur, vom Klima. Ich war auch in Jekaterinburg, was auf dem Ural liegt, was dann fast Sibirien ist, habe dort studiert ein halbes Jahr. Im Winter bei tatsächlich mindestens minus 20 Grad. Habe auch in Moskau gelebt ein halbes Jahr. Auch im Winter habe dort auch ein halbes Jahr in der Uni verbracht, also studiert. War noch in anderen Teilen zu Besuch, auch in ehemals Stalingrad, heute Wolgograd. Ja, und dann halt in Belarus. Was hat mir da gefallen? Natürlich grundsätzlich die Menschen. Ich bin jetzt aber zu dem Schluss gekommen, dass wir in Deutschland auch großartige Menschen haben. Also wirklich, das, was ich... da musste ich erst auswandern. aber ich habe, es ist natürlich viel mit mir passiert, ja, aber letztendlich, wenn ich jetzt hier zurück bin in Deutschland, also mit wenigen Ausnahmen treffe ich hier nur großartige Menschen. Liegt natürlich auch daran, dass ich, ja, so wie ich mit Menschen umgehe, wie ich selber bin, ja, das hat ja eine Wirkung auf den anderen. Und deswegen, das führt dazu, dass ich hier auch sozusagen den Eindruck habe, wow. Ja, also, aber die Frage war ja, was hat mir in Russland gefallen? Ja, man kann halt, also dieses, zwei ganz bestimmte Dinge. Dieses, wir machen einfach mal, ob das jetzt wirklich Hand und Fuß hat, gucken wir dann mal, aber wir gehen einfach mal in das Experiment und probieren Dinge aus. Das habe ich dort wirklich live erlebt, ja, gerade bei diesen Ökodörfern. Warum gibt es dort so viele? Weil die Leute einfach machen, die verkaufen alles, ziehen aufs Land. Das kann natürlich dann dazu führen, dass man später irgendwie ja nicht vorgesorgt hat für morgen, aber wenn man dann doch zurück muss oder so, aber man hat dafür ganz große Erfahrungen gesammelt, ganz wichtige Erfahrungen. Das war der eine Punkt. Den anderen habe ich jetzt in der Zwischenzeit vergessen. Ja, und dass die Menschen eben halt wahrscheinlich offen und freundlich sind, so wie jetzt auch hier in Deutschland. Da wolltest du, glaube ich, drauf hinaus. Den Punkt wolltest du nochmal ansprechen. Den wollte ich nochmal ansprechen, aber den ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es dort Möglichkeiten gibt, Lösungen zu finden, wo es in Deutschland vielleicht nicht möglich ist. Genau, das hat natürlich immer Vor- und Nachteile. Also jedes System hat seine Vor- und Nachteile. Und dort gibt es halt auch Vorschriften, die eine Rolle spielen, gerade in dem Bereich Landsitz, Bauvorschriften, auch Thema Schule, wo darf man leben, wie darf man da leben. Und also es gibt dort auch Vorschriften, wann darf man was für ein Haus bauen und so.
Trotzdem ist da mehr Spielraum. Also hier muss man ja angeschlossen sein an, also man darf ja nicht irgendwo, sondern muss ja irgendwie dazugehörig sein zu einem Ort zum Beispiel. Und dort kann man zum Beispiel auch auf einer Datsche leben, also auf einem Gartengrundstück. Das ist ja was, was hier verboten ist zum Beispiel. Also so ein paar, ich könnte da noch mehr in die Tiefe gehen, wenn da jemand eine Frage zu hat. Aber so grundsätzlich hatte man das Gefühl, okay, das ist möglich, sowas aufzubauen. Gerade jetzt Thema Landsitz, das wäre in Deutschland halt, ist es halt viel schwieriger. Ich habe halt mit Leuten gesprochen, die es versucht haben oder die es immer noch versuchen und die auch super enthusiastisch sind in Deutschland und trotzdem an bestimmten Punkten nicht weiterkommen. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Die andere hast du jetzt sehr hervorragend beantwortet. Und zwar das Gegenteil. Was hat dir denn so überhaupt gar nicht gefallen? Ich vermute mal die Kälte, das wäre jedenfalls bei mir so. Aber erzähl du. Also da, wo du vorher warst, nicht ja, ja. Nee, das ist halt, siehst du, da hätte ich auch gleich sagen können, aber ja, Kälte, ja, das ist super individuell, ja. Selbst wenn es mir nicht gefällt, kann es jemand anderen gefallen. Aber es ist eine andere Klimazone. Also nicht nur, dass Südrussland eine andere Klimazone ist, sondern dort, wenn es kalt ist, dann ist es halt trockene Kälte. Und viele von uns wissen vielleicht nicht, was das bedeutet. Ich habe es aber erlebt. Und bei minus 20 Grad fühlen sich angenehmer an als hier 0 Grad zum Beispiel oder plus 1 bei Nieselwetter oder so. Oder auch selbst ohne Niesel, aber einfach hier ist es eine feuchtere Kälte. Und das ist das, was wo wir so das Gefühl haben, okay, die Kälte kriecht so in die Knochen. Das hat man dort übrigens. Genau. Aber grundsätzlich, was hat mir nicht gefallen? Da gibt es jetzt nicht so viele Unterschiede zwischen Deutschland und Russland. Also das, was mir dort nicht gefallen hat, würde mir auch hier nicht gefallen, würde ich sagen. Dein Ex-Mann. Entschuldigung. Kein Kommentar. Nee, also man würde ja jetzt normalerweise, also ich hätte jetzt normalerweise gesagt, sowas wie Bürokratie, ja. Die gibt es aber hier auch. Also da kann ich ja nicht weglaufen vor. Wie sieht's denn aus mit Tieren? Es gibt dort auch die Vogelspinnen oder die Tarantel. Ich weiß nicht, irgendwie war das in Paraguay, gab es, glaube ich, Vogelspinnen und in Russland gibt es Taranteln oder umgekehrt. Hattest du da mal so unheimliche Begegnungen der dritten Art damit? Lustige Frage. Also die gibt es dort nicht. Also weder die eine noch die andere. Ich weiß es nicht, jedenfalls nicht in Südrussland. Wir hatten Schakale. Und bevor ich, also wenn man das Wort Schakal hört, jedenfalls ging es mir so, dachte ich so, das ist irgendwas Gefährliches. Und letztendlich sind das aber Tiere, die so scheu sind, vielleicht sogar scheuer als der Wolf, das weiß ich aber nicht ganz genau. Die kommen niemals zum Haus, aber man hat die nachts gehört. Aber ja, die kichern ja so blöd, ne? So. Ja, und die reißen jetzt auch kein Schaf oder so. Also da gab es eigentlich keine Schäden durch die Schakale. Jedenfalls habe ich davon nicht gehört. Das ist es, was ich dazu sagen kann. Musste man jetzt keine Angst haben. Nee, ich Anni, das sind keine Hyänen, ne? Schakale sind keine Hyänen. Genau. Also ich habe es nicht so ganz hingekriegt, glaube ich. Also wenn man jetzt guckt, wonach wählt man seinen Lebensort aus, dann sind so meine Dinge, auf die ich achten würde. Natürlich achtet man auf, man muss wirklich auf so viele Dinge achten, aber wilde Tiere, kann ich sagen, Russland, da sind jetzt nicht so viele wilde Tiere oder gefährliche Tiere wie tatsächlich wie in Australien oder so. Also das ist jetzt kein Faktor, der mich da abschreckt. Natürlich gibt es ja auch andere Gebiete, wo die angeblich Bären da in die Dörfer laufen, ja, aber da, wo ich war, gab es das jedenfalls nicht. Klima war halt da, wo ich war, super. Und das Ding war halt, wir hatten leider Wassermangel in Petrusia. Und das ist halt so ein Faktor. Und auch diesen krassen Lehmboden sind halt so Faktoren. Also wenn man nochmal auswählen könnte und die Chance hat, das
da noch was Besseres zu finden, dann hätte ich das auf jeden Fall gemacht. Wassermangel im Sinne von zu wenig Regenwasser, das man hätte auffangen können, um unabhängig zu sein von Wasser von außen. Also und es war in dem Gebiet in Vetrus ja auch nicht möglich. Also manche Familien hatten das Glück und konnten einen Brunnen bohren. Wir hatten es zweimal probiert und wir sind nicht auf Wasser gestoßen. Kann man aber vorher auch nicht alles vorhersehen. Genau. Ja gut, bei mir, ich würde nach Spinnen gucken, gebe ich zu. Ich habe mir mal Paraguay angeguckt, ob man da vielleicht, aber nee, ich habe dann Geschichten gehört darüber. Wow. Gut, ich habe Angst vor Spinnen. Hast du halt in Russland nicht. Ja, hat jemand eine Frage dazu speziell? Ja, mich würde noch kurz interessieren, wo du denn jetzt heute lebst. Du klingst so ein bisschen nach dem südlichen Sachsen-Anhaltinischen Bereich, aber ich kann mich natürlich irren, aber so die Stimme, die Intonation, das wäre natürlich cool, dich irgendwie in Deutschland mal präsent zu erleben und deine Erfahrungen so mitgeteilt zu bekommen. Das mache ich ja gerade. Oder meinst du mal, mich live zu treffen? Ja, wieso nicht? Kann ja vielleicht ein fruchtender Austausch sein. Genau, ja. Genau. Kannst mir gerne schreiben, wenn das dein Wunsch ist. Können wir was ausmachen. Ich bin in Südbrandenburg und hier komme ich auch her ursprünglich. Also ist nicht so weit weg von deiner Annahme. Ja, das hört man. Oh, das geht schlimmer. Das klingt doch gut. Ich hätte noch mal eine ganz andere Frage. Ja. Kannst du Tipps geben zum Anlegen des lebendigen Zauns oder auch zum Anlegen, also zum Gestalten des Familienlandsitzes insgesamt, also der verschiedenen Elemente vom Landsitz, also Teich, Garten, Haus, also wo kommt was hin? Mhm. Wow, voll die coole Frage. Lebendiger Zaun, ja, wir haben das ja alle gelesen, wie das so idealerweise gemacht wird oder ein Vorschlag davon. Wir hatten keinen lebendigen Zaun. Und es gibt bestimmt Beispiele für lebendige Zäune. Ich kann da jetzt aber nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Also vielleicht habe ich was gesehen, aber ich weiß es ja dann auch nicht, wie es gemacht wurde. Erzählt mal, warum habt ihr die Frage? Also an sich ist es ja, also die Instruktionen gibt es ja. Aber na gut, ich kann also nur sagen, die kostengünstige Variante ist natürlich, also kostengünstigere, die natürlich den Nachteil hat, dass man durchgucken kann, ist natürlich einfach ein Zaun. Ja. Also wir hatten einfach so einen Maschendrahtzaun. Aber warum habt ihr die Frage? Ja, zum einen, klar, wir haben hier Wildschweine, aber wir würden nicht so gern einen Zaun um unser ganzes Land setzen, um eben auch wilde Tiere hier drauf haben zu können. Das ist ja auch schön einerseits. Also sprichst du vom Stachel oder vom Maschendrahtzaun. Genau, vom Maschendrahtzaun, ja, sowas ist irgendwie für mich gerade nichts oder für uns. Mhm. Andererseits genau, um dieses Mikroklima zu schaffen und auch um unser Land mehr ja wirklich zu fühlen, hey, das ist unser Land, da fängt das nächste an und gerade wachsen die Bäume und Pflanzen wild hoch. Aber ich habe tatsächlich schon so schöne Bilder vor mir, also wie zum Beispiel ein Ahorn hätte ich gerne dabei, weil der schön bunt wird im Herbst. Oder auch was Grünes im Winter, auch einige Nadelbäume dazwischen. Und ich habe so Ideen, aber wie füge ich das zum Ganzen zusammen? Also das Aha. ist. Genau. Ich danke euch auf jeden Fall für diese Frage, weil jetzt fällt mir auch ein, warum wir den Zaun gezogen haben. Es hat tatsächlich mit Tieren zu tun. Und bei uns sind tatsächlich Pferde gekommen und Kühe.
Und wir konnten uns nicht einigen mit den Nachbarn, dass die immer anbinden. Die haben die zwar auch irgendwie betreut, die Tiere, aber manchmal sind die dann doch abgehauen. Also wir mussten uns einfach selber schützen. Deswegen hatten wir dann einen Zaun und viele andere auch. Und ein lebendiger Zaun ist natürlich das Schönste überhaupt. Also ich aber das dauert halt, aber das wisst ihr ja und ihr macht das ja auch für nicht nur für euch, sondern für die nachkommenden Generationen. Deswegen macht ein lebendiger Zaun auf jeden Fall Sinn. Den kann man ja zusätzlich, also so ein gezogener Zaun und ein lebendiger Zaun, vielleicht kann man das auch irgendwie kombinieren. Also jedenfalls bei uns ging es nicht anders als mit einem gezogenen Zaun. Aber eigentlich ist das doch das Hochzeitsritual. So war es jedenfalls geschrieben in den Büchern, dass wenn die beiden jetzt halt heiraten, dass alle der Familie ihrer und seiner einmal ums Grundstück die Grenzen ablaufen und dort halt Stecklinge stecken von, ja, in dem Fall am besten natürlich irgendwelche Rosen, die sich schön verzweigen und dann eben keine Tiere rauflassen im besten Fall und man dann eben nach und nach gemeinsam Pflanzen an die Grenzen setzt, die halt, ja, wehrhaft sind. Als kleine Idee von mir, wenn es jetzt erstmal sofort Abhilfe schaffen muss, ohne einen Zaun zu ziehen, sät Mariendisteln aus, weil die werden bis zu 2 Metern hoch und ich sage euch, da geht niemand durch. Und die sind innerhalb eines Jahres, also die gehen im Winter wieder tot und wenn ihr kein Saatgut abnehmt, dann vermehren die sich auch im nächsten Jahr wieder. Aber ihr habt sofort nach der Saat innerhalb von 3 bis 4 Wochen einen Zaun, durch den keiner mehr durchkommt. Garantiert nicht, auch keine Tiere. So als Sofortmaßnahme und als längere Maßnahme, naja, auf jeden Fall Wildrosen. Und da habt ihr ja nicht nur den Zaun von, sondern auch viele Tiere, Versteckmöglichkeiten und Futter. Und ihr selber könnt aus den Hagebutten natürlich auch viel machen, wenn ich mal da so reingrätschen darf. Voll cool, Susanne. Das ist ja sehr schöne Idee. Idee. Aber sehr schöne welchen Tipps? was wollte ich denn dazu sagen? Ah, Hochzeitsritual. Das Hochzeitsritual, das wir durchgeführt haben, sieht man ganz kleines bisschen in dem Trailer unseres Hochzeitsvideos und der ist Teil des Ani ersten oder zweiten Videos, das wir veröffentlicht haben. Vielleicht kann man das heute nochmal. Das zweite Video. Vielleicht passt es, dass man es heute oder einen anderen Tag noch einmal wiederholt im Chat oder einen Link dahin macht. Ja, mache ich gerne. Weil wir heute schon zum zweiten Mal darüber sprechen. Da haben wir ganz viel, also tatsächlich haben wir uns von den Gästen Stecklinge gewünscht, bekommen und gemeinsam eingepflanzt. Allerdings haben wir es nicht an den Grenzen gemacht, sondern auf dem Grundstück. Genau, das sieht man so ein bisschen. Ja, genau. Wie habt ihr denn eigentlich euren Landsitz sozusagen also in die Hand genommen? Habt ihr erstmal so euch geguckt, wo soll das Haus hin? Dann habt ihr die Wege angelegt und dann habt ihr gemerkt, oh, das Haus wäre doch schöner an der anderen Stelle gewesen und dann mit dem Garten danach. Also was gibt es da noch so für kleine Hinweise? Und auch interessant, habt ihr auch wirklich zwischen jedem Landsitz auch diesen Weg, also ne, diesen 3 Meter Weg gelassen? Vielen Dank für diese Fragen. Mega. Ich freue mich mega darüber. Weg haben wir nicht dazwischen. Wüsste ich nicht, dass es irgendwo einen Weg dazwischen gibt. Auch wenn das in den Büchern steht, wurde das so nicht umgesetzt. Und das ist halt immer der springende Punkt. Die Bücher und die Realität. Wirklich. Da können manchmal Welten dazwischen liegen. Ist auch nicht schlimm. Und es hat auch seine Gründe, ja. Also den Weg, wer müsste den dann... Also vielleicht ist es in den Büchern beschrieben, wie das genau geregelt werden würde. Ich bin mir sicher, dass es da beschrieben ist, dass der Zaun, dass das Grundstück wahrscheinlich dass der Weg wahrscheinlich zur Hälfte der einen Familie gehört, zur anderen, die andere Hälfte der anderen Familie und dass man den Zaun einfach innerhalb seines Grundstücks, seiner Grundstücksfläche zieht. Aber in der Praxis hat das, glaube ich, niemand gemacht. Und wie haben wir das alles angelegt? Als ich hinkam, bestand der Land schon ein paar Jahre. Es gab ein Holzbungalow, der stand da schon und es gab ein fast fertig gebautes Block,
eine Blockholzhütte, das auch schon da stand. Ich hatte nicht mehr so viele Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Wir haben gemeinsam einen riesen Teich ausgehoben, der 70 Meter lang ist. Also nicht, dass wir das gemeinsam gemacht haben, aber wir haben das Projekt gemeinsam gemacht, durchgeführt, wurde es dann von extern. Und wir haben einen riesengroßen Teil unseres Grundstücks gemeinsam erschlossen, haben dort den Weinanbau durchgeführt, haben eine große Tomatenplantage angelegt und mehrere Gewächshäuser gebaut. Und da sind wir hauptsächlich danach gegangen, was macht Sinn? Natürlich geht man immer danach, was macht Sinn, ja. Wie haben wir das rausgefunden? Also unser Grundstück war halt so ein bisschen schräg. Und dann hat man halt geguckt, wo am besten müsste der Teich sein, damit er am meisten Wasser auffängt. Und dann haben wir den einfach fast übers ganze Grundstück gezogen in der Breite, damit da einfach alles Regenwasser reinlaufen kann. Einfach so logische Schlüsse haben wir einfach gezogen. Und unter dem Teich haben wir dann eine riesen Plantage gemacht. Wie habt ihr den Teich dicht bekommen? Der ist leider nicht dicht. Tatsächlich. Ich weiß, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, das zu machen. Es gibt ökologische Varianten und weniger ökologische Varianten. Und wir haben es versucht, einfach mal ohne zusätzliche Varianten, weil wir ja Lehmboden haben. Allerdings ist der Lehmboden oder die Lehmschicht ging nicht so weit, wie wir dachten. Wir hatten, glaube ich, 6 Meter Tiefe. Und da unten war dann doch kein Lehm mehr. Und deswegen geht da auch ein bisschen Wasser raus. Und das könnte man, also hätte man das gewusst, wie weit der, also hätte man sich mehr in die Materie, damit sich mit der Materie beschäftigt, hätte man da vielleicht was machen können, um den abzudichten, aber wir haben den nicht abgedichtet. Und für die Wintermonate ist es okay, da steht das Wasser eh irgendwie höher oder, also da sorgt irgendein Effekt dafür, dass das Wasser im Teich steht. Und den Teich kann man auch sehen auf dem Trailer des Hochzeitsvideos, den wir nochmal posten, mit dem Interview zusammen. Als kleinen Tipp vielleicht, um einen Teich wasserdicht zu kriegen, ein Jahr lang Enten drin halten. Und zwar mit oder ohne Wasser, völlig egal, die latschen mit ihren Füßen, die nennt man ja Latschen bei Enten, den Boden so fest wie Beton und danach ist der für immer wasserdicht. Also wenn da ein Jahr lang Enten drin rumgelaufen und geschwommen und gemacht und getan haben, auch reingeschissen haben, danach ist der Teich ein dichter Teich. Susanne, gilt das aber auch bei so einem tiefen Teich? Weil würde ich jetzt denken, wenn die gezwungen werden, in diesem Bereich zu bleiben, wenn er also eingezäunt ist und die Enten da langlaufen müssen und es derer genug sind, so dass jeder Entenfuß mehrfach diesen Boden geplättet hat sozusagen und sie draufgeschissen haben und das wiederum ja verplättet haben mit ihren Füßen, dann ist das so, ja. Du hättest natürlich auch den oben abgetragenen Lehm dann nach unten wiederum, wenn du die Schicht durchstochen hast, wieder nach unten bringen können, um ihn wieder abzudichten. Aber du kriegst ihn händisch nicht so verdichtet, wie das Entenfüße schaffen. Das hat man schon im alten Ägypten so gemacht, dass man Enten in Bereiche gelassen hat, wo man dann ein Wasserreservoir anlegen wollte, was ja eben im Sommer existenziell ist. Wie du sagst, ihr hattet ein Wasserproblem, aber meistens ja nur im Sommer, denn im Winter fällt eigentlich genug, würde man es irgendwie auffangen können, um es dann selbst im Sommer noch nutzen zu können. Kann man aber leider ja nicht ohne Teich. Deswegen habt ihr den ja wahrscheinlich auch angelegt. Und ja, der von alleine bleiben die natürlich selten dicht. Es sei denn, die Lehmschicht wäre so immens tief, aber 6 Meter ist, naja, so tief ist der in der Regel dann auch nicht. Und da muss man halt einen Teil des Lehms wieder unten einbringen und dann die Enten drauflassen und dann bleibt er auch dicht, ja. Ihr Lieben, ich muss noch mal ganz kurz zur Klingel. Es tut mir übelst leid. Ich bin gleich wieder da. Es hat gerade geklingelt bei mir.
Wow, Susanne, du hast ja richtig tolle Ideen und also nicht nur Ideen, sondern du bist ja voll in der Praxis drin. Hast du auch einen Landsitz? Ja. Ja, ich wollte es auch schon fragen. Gut, dass du fragst. Magst du uns darüber erzählen? Ja, kann ich gerne tun. Also wir haben halt, wie gesagt, 2 Hektar und leben hier mit unseren 4 Kindern. Und unsere kleine Anastasia ist halt hier in einer Alleingeburt auch geboren worden von uns beiden. Also der Hund war anwesend, aber niemand, weil wir einfach der Meinung waren, dass wir in weder der Schwangerschaft noch der Geburt irgendjemanden dabei brauchen, der auch bei der Zeugung nicht dabei war. Demzufolge machen wir das Ganze alleine. Aber wie gesagt, ich habe ja auch 4 Kinder bis dato. Nummer 5 ist gerade... machte sich vor 14 Tagen auf den Weg, in mir heranwachsen zu wollen. Also es gibt dann wohl bald noch ein 5., wenn alles gut geht. Und ja, wir haben sehr viele Enten, wie man ja nun anhand meiner Erfahrung schon hören konnte. Und ja, Hühner und Schweinchen, allerdings Minischweine, die wir allerdings auch nur angeschafft haben. Die haben jetzt erstmal Bleiberecht, die sind nur schon 6 Jahre jetzt hier, um aus einer Pferdekoppel tatsächlich ein Gartengrundstück zu machen. Denn die haben alles umgewühlt und das war auch das Ziel, dass wir nicht diese schwere Grasnarbe abtragen müssen, sondern dass die Schweine zum einen was zu fressen hatten und zum anderen eben sämtliche Engerlinge aus dem Boden waren, die uns nachher sonst die Wurzeln zerfressen hätten. Aber Mikroorganismen bleiben natürlich leben und die brauchen wir ja auch für das Substrat des Bodens nachher für die Pflanzen. Ja, und dann haben die Schweine halt alle halbe Jahre ein neues Territorium bekommen und wir haben diesen Bereich als Gartenerweiterung genutzt und angebaut und so sukzessive unser Anbauland erweitert, unsere Fähigkeiten natürlich erweitert, unser Wissen. Und mittlerweile betreibe ich ziemlich erfolgreich einen Saatgutshop und verkaufe auch Pflanzen, also stehen auf Märkten mit Marmeladen, Dekomaterialien aus dem Garten und ja, verkaufen dort unsere Früchte und unser Saatgut und ein bisschen Schmuck, den ich so mache. Und ja, und das alles ging halt aus diesem Land hervor. Achso, ja, wir haben auch noch ein Pferdchen, was wir natürlich brauchen für das, was hinten rauskommt, weil wir keinerlei chemische Dünger halt verwenden, sondern ausschließlich im Kreislaufsystem hier arbeiten. Was wir allerdings dazu kaufen, ist tatsächlich Hühnerfutter, soll zukünftig natürlich auch anders werden. Wir sind da noch lange nicht perfekt, aber wir machen halt auch Homeschooling und das Ganze, kann man sich vorstellen, führt bei ungeimpften Kindern, die einen eigenen Willen haben, ziemlich rabaukig und irgendwie immer gesund sind, dazu, dass man mit ihnen viel zu tun hat. Ja, genau, das kann ich noch dazu sagen. Ja, vielen Dank. Danke, dass du uns den Einblick in dein Leben gewährt hast. Ja, also vielleicht laden wir dich auch mal ein hier in seinem Interview. Das ist ja sehr interessant, was du da hast und machst. Und alles Liebe für dich, für die Schwangerschaft und die Geburt. Dankeschön. Susanne, ja, vielen Dank, liebe Susanne, dass du dir überhaupt die Zeit nimmst, hier dabei zu sein. Du kannst uns was beibringen hier eigentlich, anstatt zuzuhören. Aber hast du ja auch gemacht. Du hast ja viel eingebracht heute. Danke dir. Susanne, ich höre auch gerne mal zu. Es hat sich so angehört, als ob ihr die Schweine vielleicht weitergeben könnt oder wollt. Ist das so? Das können wir sehr gerne machen, ja. Also wir haben natürlich einen Papa und eine Mama, eine Urmama und einen Urpapa. Die würden wir gerne behalten, weil die sind uns doch sehr ans Herz gewachsen. Aber wir haben noch 3 Kinder, ein Mädchen und 2 Jungs. Die halten wir natürlich getrennt, sonst hätten wir schon wieder 23, die wir auch schon hatten zwischendurch. Und ich muss dazu sagen, es sind zwar Minischweine, aber auch die haben immens viel Kraft. Das sollen sie ja auch haben, sonst kommen sie nicht durch eine Pferdekoppel durch, um diese umzuflügen. Und wenn die Paarungsstimmung nicht nur bei uns, sondern bei den Schweinen wieder mal aktiv ist, dann gehen die auch drüber und drunter. Also das kennt ja Julia auch mit den Tieren, die dann Halloa sagen, ohne die sie gerufen zu haben. Ja, man muss natürlich für sichere Gehege sorgen, das ist schon richtig. Und ja, das ist das A und O. Wenn jemand ein sicheres Gehege hat fürs Minischweinchen, also ich sage mal, wir sind ja hier in Sachsen-Anhalt und nicht weit von der ehemaligen innerdeutschen Grenze und somit haben die Bauern hier damals diese Grenzzäune weggefunden, abgekauft, selbstverständlich. Selbiges war ja auch noch auf dem Land und die kann man ganz gut nutzen für so eine Schweinegehege. Und ja, die sollte man schon auch haben, dass man den Bereich wirklich auch für die Schweine sicher abgrenzt, weil nichts wäre schlimmer, als dass der Jäger denkt, oh,
Also unsere Jäger sind die teilweise etwas älter, ja. Und wenn die dann das Schwein als Reh ansprechen und abknallen, hast du ja auch nichts gewonnen. Also zum Schutz des Schweines selbst sollte das Gehege halt einfach sicher sein. Und ja, drei Schweine könnten wir durchaus gerne an liebevolle Hände zur Gartenarbeit, wie wir es immer so schön nennen, abgeben, ja. Super. Wir sind jetzt eigentlich von der Zeit her auch ganz gut durch. Also, ja, wir hatten angesetzt heute 1,5 Stunden. Ja, und das, wir hatten ja echt super Gesprächsthemen über Enten, über Schweinereien, über Landsitze, über Zäune. Wir hatten das Ganze dabei. Ich fand es richtig klasse. Ja, würde jetzt aber trotzdem gerne noch einmal eine kurze Fragerunde freigeben wollen, bevor wir zum Ende kommen. Mhm. Wem brennt denn noch eine Frage auf den Lippen? Julia, kann man dich kontaktieren, wenn einem noch irgendwie demnächst mal eine Frage einfällt, die ihr nicht in irgendwelchen Videos beantwortet? Ich habe ja schon mitbekommen, ihr habt noch einiges vor, was ich total gut finde. Ja, gerne mehr davon. Ja. Du kannst mich kontaktieren, genau. Und außerdem gibt es noch den Telegram-Kanal, da kannst du gerne reingehen. Und da poste ich fast täglich Dinge über mein Leben und über, genau, ich sage einfach mal Dinge über mein Leben. Genau. Und wirken. Ja, du bietest auch Kurse an. Bei der Gelegenheit kannst du ja auch gerne für deine Kurse werben. Die sind noch in der Erarbeitung, genau. Ich mache mich, ja, ich bin jetzt dabei, mich selbstständig zu machen als Persönlichkeitstrainerin mit den Themen Lebensenergie, Lebensmut, Lebenslust, Weiblichkeit, Selbstwert, Schöpferbewusstsein. Genau, einfach weil ich da selber einen riesen Weg hinter mir habe und selbst mir das sehr hart erarbeiten musste. Da war der Landsitz sozusagen Mittel zum Zweck, wo das so alles so in mir, also ich musste mich dann mit diesen Themen beschäftigen. Genau, und mehr erfahrt ihr im Telegram-Kanal. Und auch wenn die Kurse ausgearbeitet sind, werde ich auch dort darüber erzählen. Freue mich auf euch. Dankeschön. Auch Männer sind willkommen. Ich bin ja eine Frau und habe auch das Thema Weiblichkeit, Stärkung der Weiblichkeit als Thema. Das heißt aber nicht, dass ich nur mit Frauen arbeite. Genau. Ja. Vielen Dank für die Vorstellung, auch für den Abend mit dir. Danke, dass du alle Fragen hier beantwortet hast. Ich denke mal, wir können locker noch so 2-3 Abende verbringen. Freue mich da aufs nächste Jahr, wenn ich dich wieder einladen darf. Diese Sendung hier wurde ja jetzt auch aufgenommen. Und ich gucke mal, wann das zur Veröffentlichung kommt. Fand den Abend wirklich sehr nett und die Fragen sehr interessant. Und möchte mich bei allen bedanken, die Fragen gestellt haben und zugehört haben. Und natürlich bei allen, die mitgemacht haben. Und bei dir, Julia. Hab vielen Dank. Danke, Julia, Dank für deine Zeit. Ja. Danke. Danke, alles Liebe. Dankeschön. Gutes Gelingen. Danke vielmals. Danke euch auch. Danke, schönen Abend noch. Auf Wiedersehen.